So, ihr Lieben, es wird mal wieder Zeit für ein neues Video. Heute befasse ich mich mal mit den Elektroden und ob sie überhaupt noch funktionieren oder nicht. Ich habe meine Schwungelektroden mal auf eBay gekauft und ich möchte jetzt rausfinden, ob die überhaupt noch funktionieren können oder nicht. Ich habe jetzt schon ziemlich alles probiert. Die gehen eigentlich nicht, aber ich zeige euch jetzt noch mal, wie ich den finalen Test mache. Nämlich schlicht und einfach, ob noch Gas drin ist oder nicht. Die Elektroden leuchten nämlich nur dann, wenn Gas noch drin ist. Okay, wir fangen mal an. Ich habe hier mein Testequipment. Das ist eine Saturationselektrode an so einem China-Halsstab. Den schalte ich jetzt mal an. Und dann fangen wir mal mit dem Test an. So, zuerst zeige ich euch mal, wenn das Gas in der Elektrode noch drin ist, dann leuchtet die jetzt. Das ist eine, die funktioniert. Die ist aus meiner Sammlung. Ich nehme jetzt mal die hier. Ihr seht, absolut keine Reaktion. Da ist das Gas total raus. Hier, ebenfalls nichts. Hier, auch nichts. Keine Reaktion. Das hier, an der tiefen Elektrode. Keine Reaktion. Und hier an der tiefen Elektrode. Auch keine Reaktion. Hier. Hier. Und hier auch nicht. Jawohl. Für dieses Mal lässt sich sagen, ziemlich Pech gehabt. An denen kann ich dann aber auch schön rumbasteln. Macht's gut und vielen Dank.